Mädels, wo bleibt er denn? Geht schon. Ja, wieder typisch. Ihr habt den größten Koffer dabei. Wer ist endlich da? Wir sind da. Dann kann es ja losgehen. Viel Spaß bei den Pixel News. Ich führe gleich ein Interview mit dem Hauptdarsteller aus dem Film Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Leider dürfen wir aufgrund der immer noch geltenden Datenschutzgrundverordnung der EU seinen richtigen Namen nicht preisgeben. Hallo, ich habe hier heute im Studio Oskar Mayer, Hauptdarsteller aus dem Film Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft und den Autor des Buches Gerrit Hermanns. Oskar, würdest du dir auch mal wünschen, deine Eltern in echt zu schrumpfen? Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil meine Mutter steht da hinten, aber natürlich. Gleich läuft der Film Der Zauberlehrling und wir werden die Kinder jetzt mal fragen, mit welchem Zauberspruch sie die Welt verändern würden, wenn sie könnten. Und danach sollen sie uns ihren eigenen Zauberspruch aufsagen. Ich würde zaubern, dass alle Leute, die arm sind, reich sind. Ich würde mir wünschen, dass ich nur noch Einsen kriege. Dass Donald Trump nicht mehr so gierig ist. Ich würde mir wünschen, dass es ganz viele Hunde auf der Welt gibt. Den Pazifik in Schokolade verwandeln. Ene mene Mistis rappelt in der Kiste, ene mene Mac und du bist weg. Ene mene Erfurt. Dreimal schwarzer Kater. Dreimal schwarzer Hund. Wir kommen gerade aus dem Stop-Motion-Film Eisnasen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder an den Filmen. Jedenfalls habe ich bisher keinen Film, den ich hier beim Festival gesehen habe, verstanden. In dem Film geht es um eine Knetfigur, die einen Popel in der Nase hat und immer ganz schrecklich wütend wird und dann Eisschollen von ihrem kleinen Eisland wegbrennt. Und dann erfährt sie aber große Liebe durch diese kleinen lilanen Knetbälle. Und dann wird sie wieder friedlich. Ich glaube, das liegt wirklich an dir, dass du hier keinen Film verstehst. Aber jedenfalls war das für einen Stop-Motion-Film wirklich super. Das war ganz flüssig, die haben also auch mit ihren 25 Bildern pro Sekunde gearbeitet und richtig schön gemacht. Teilweise war es wirklich eine unschlüssige Geschichte. Aber ich fand vor allem die Figuren, die waren super interessant gemacht mit ihren kleinen drei Näschen da. Auf jeden Fall hat uns der Film relativ gut gefallen, nur die Story, die war halt unklar. Ja, ein bisschen schwierig. Und das waren die Lottozahlen. So, also ich sitze jetzt hier im Studio mit Max Schimmelpfennig. Er spielt den Valentin in dem Zauberlehrling. Kannst du denn den Zauberlehrling aus der Schule noch auswendig, das Gedicht? Oh boy. Nee, muss ich sagen, ich habe es in der dritten Klasse gemacht. Irgendwann. Und auch nur... Also diese Walle, Walle, manche Strecke... Das musst du ja so, das, im Film sagen. Genau, das kannte ich noch. Alles andere war nicht mehr so richtig da. Seid ihr auch manchmal genervt von euren Eltern, wie der Gymnasiast Felix aus dem Film Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft? Wir haben die Kinder jetzt mal gefragt, wen sie schrumpfen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten und warum. Also ich würde mich gerne selber schrumpfen, weil es halt witzig ist, man kann den anderen Streich spielen, ohne dass man gesehen wird. Ich würde gerne meinen Freund Ben neben mir schrumpfen, weil ich dann mit allen machen kann, was ich will. Kann ich ihn mal richtig mal ärgern. Mein Vater, weil er mich manchmal nervt und weil er immer frech zu mir ist. Ich würde gerne Frau Mönch schrumpfen, unsere Lehrerin hier, weil ich auch mal wissen würde, wie es halt so ist, mit einer Lehrerin alles machen zu können, was man möchte. Vielleicht könnten wir dann mit Frau Mönch Tennis spielen. Oh ja.